So, liebe Leute, Nachbericht eines 2:2 am 12. Spieltag. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Ja, wenn man jetzt wirklich ehrlich ist, haben wir mit 3 Punkte gerechnet oder wir wollten 3 Punkte haben. Die haben wir nicht bekommen, somit müssen wir es jetzt akzeptieren, dass es nicht gereicht hat, aber wir machen weiter natürlich, ist ja gar keine Frage. Es geht ja weiter steil auf oder bergauf. Wir sind ja mit gutem Abstand noch zu den Abstiegsplätzen, das heißt, wir sind immer ganz safe, aber natürlich wollen wir noch ein paar Siege feiern dieses Jahr. Und wenn wir dann unterm Strich 7 aus 9 Punkte holen, ist das in Ordnung. Hauptsache, wir sind ungeschlagen, das ist viel wichtiger. So, ach Gott, die Bayern. Waren die nicht am Anfang der Saison so schwächlich? Au, mal Schalke hier, 5 Punkte Vorsprung. Hoho, noch kein Spiel verloren. Halt mich fest. Gut, viel zu erklären haben wir nicht. Wir haben das Spiel in 3D gesehen. Hat die zweite eben gewonnen? Stimmt das? 3:4? Haben wir 3:4 gewonnen? Alter Falter. Da brauchst du wirklich ein bisschen Hilfe in der Abwehr, so wie es aussieht. So, Ziereis, RCD Mallorca. Ablösesumme, dann gehen wir mal runter hier. Forderung stellen, oder? Ja, können wir 1,4 nehmen. Ja, die zweite hat gewonnen gegen Meldorf. Klasse. Paul Katzedis erreicht neue Erfahrungsstufen. Das sollte uns doch weiterhelfen. Das sollte uns doch mal ein bisschen weiterhelfen hier. Fernschüsse. Das trainiert er auch noch. Naja, wenn es ihm hilft, ne? Hätte man lieber ein bisschen Antritt und sowas, Beweglichkeit mitnehmen sollen, oder? Und Defensivwerte vielleicht, Manndeckung, Grätsche, Zweikampf. Das sehen wir ja auch in den Spielen, dass er das gar nicht hat. Naja, gut. Dann soll er das trainieren. Ja, schon eine 87 auf kurzer Pass, auf lange Pass. Das ist ja toll eigentlich, ne? Dass er da passen kann. Deswegen darf er den Ball niemals halten. Er muss weiterspielen. Weil das kann er was anderes, das kann er nicht hier. Fernschüsse, Schusskraft, das trainiert er doch niemals auf einen halbwegs effektiven Wert. Also nehmen wir das auch raus. Torriecher auch. Dribbling. Das können wir mal drin lassen. Ballkontrolle auch. Und dann wollte ich hier, und zwar, ja, Zweikampf. Dass es halt nicht so unterirdisch ist, wäre halt toll, ne? Manndeckung. Dass er da ein bisschen flexibler ist, aber. Und Beweglichkeit, ganz wichtig. Gucken wir mal. Er ist ja erst 22, da ist ja noch ein bisschen Luft nach oben. So, Vertrag bis 23. Uiuiui. So. Bester Spieler war Robert Dawson. Naja, guckt euch mal das mal an, hä? Wer kommt denn da aus dem Nichts hervor? Sehr schön. Ja, aus dem Nichts stimmt ja auch nicht. Oh, Status ist gestiegen, weil wir Ono vorbeigeschickt haben. Das ist gut, er hat bestimmt Döner mitgebracht und die komische Ziegenmilch da. Weiß noch nicht, wie das heißt. Wie heißt das? Eihahn? Eiran? Eiran? Eiran heißt das Zeug, ne? Wer es mag, ne? Weiß man ja nicht. So, Katzedis. Wird, bringt man. Oh, ist ja die Frage, ne? Bringt man treu oder. Was wir auf jeden Fall ändern sollten, ist so ein bisschen die Auslegung. Ich probiere das jetzt einfach mal, Leute, mit der hängenden Spitze. Okay? Ich weiß, es ist nicht jetzt. Aber die zwei Spitzen funktionieren ja auch nicht. Also wir sind ja nicht so schlagkräftig da vorne. Probieren wir es mal so. Öffnen die Taktik. Aktogan bleibt die Hauptanspielstation. Dann probieren wir es mal durch die Mitte mit einem Petersen. Ne? Er hat ja die Erfahrung. Gucken wir mal. Er hat auch eine 70 auf hängende Spitze. Dann können wir es auch so rum machen. Komm, wir lassen mal den Aktogan in die hängende Spitze. Dann können wir es auch so machen, ne? Jo. Jo. Machen wir es so. Das sieht doch ordentlich aus. Ich will es mal probieren. Ich weiß nämlich nicht, ob es geht. Also, weil zwei Spitzen funktioniert ja auch nicht. Haben wir ja festgestellt. Rossini hat gespielt. War das gut für ihn? Hab die Note nicht gesehen. Shit. Hab die Note nicht gesehen aus dem letzten Spiel. Aber er hat bald auch eine Erfahrungsstufe noch gewonnen. Wie gesagt, weiter treu bleiben, weiter festhalten an Rossini. Stellt sich gar nicht die Frage, ist ein richtig guter. Dann machen wir mal ein Stückchen weiter. Und gucken uns das mal an. Ach, 1860, auswärts. Einigen sich. Gut, 1,4 Millionen kriegen wir für Ziereis. Das ist klasse, dann kriegen wir einen Rundruheherd aus der Mannschaft. Er wechselt. Yes, haben wir das auch hinter uns. Ab auf die Insel mit ihm, ja, ist er so ein Schönwetterfußballer. Nein, so böse will ich gar nicht sein, ist er ja nicht so schlimm.
Da hatten wir schon andere Jugendspieler mal wieder entdeckt. Das ist aber was Schönes. Patrick Lechleiter, Stürmer 51, auch schon 16. Das sind auch nur 3 Sterne. Sag ich doch. Jo, nimm mal trotzdem auf. Und das ist klasse. Das ist. Kann man denn eine Feier machen deswegen? So. Alles klar, Trainingsziel erreicht. Wir gucken uns mal den Winter an. Der ist nämlich bald, Leute. Jo, da ist noch ein bisschen Party. Und dann geht's in den Winter. Da geht's aber schon am 19. Januar weiter. Das heißt, ich würde ganz gerne hier ab dem 26. ins Trainingslager fahren. Und zwar auch wirklich 14 Tage. Und dann gehen wir mal nach Dubai. Machen es den großen Bayern nach. Dohan ist auch nicht schlecht. Aber da gibt es halt gar keine körperlichen Fähigkeiten. Ja, ob das gut ist. Weiß nicht, ob das gut ist, wenn man da die komplett ausblendet, ne? Nairobi. Ja, was anderes finde ich hier auch nicht. Taktik. Pff, Taktik. Oder nach Nordamerika. Los Angeles. New York. Vancouver. Honolulu. Ja klar, Acapulco. Havanna, ab nach Kuba. Ja, da darfst du auch nicht hin. Nassau. Geht auch, ne? Sieht auch gut aus. Auch viele Elemente, wo man dann nach oben drücken kann. Kingston. San Juan ist sehr ausgeglichen, ne? Rio, Sao Paulo und, oh, das ist auch nicht schlecht hier. Montevideo. Ich habe aber eine gute, ich weiß noch, Donau-Esching war doch nicht so schlecht, ne? Igersheim, Schwäbisch Hall, Stettin, hier. Ich will aber die individuellen Fähigkeiten wirklich mal nach oben bringen. Feldspielerfähigkeiten, geistige Fähigkeiten, körperliche Fähigkeiten. Knick, knack, knuck. Weiß nicht, Fitness ist wichtig. Sylt ist das Ausgeglichenste, ne? Und kostet uns halt auch nichts, wenn man ehrlich ist, ne? Direkt vor Ort, weil wir halt da wohnen. Guck mal, wie günstig das für uns ist. Und bringt auch am meisten, oder? Wenn man ehrlich ist, oder? So viele Sterne, wie es da gibt. Na, ich weiß nicht. Ist halt, hat halt volle Sterne, ne? Feldspielerfähigkeiten. Wir gehen nach Dubai. Fertig. 268. Jupp. Nach Dubai. Und dann machen wir hier schon gleich am dritten Tag Freundschaftsspiel gegen irgendwas zum Abschießen. Ne? Für gute Stimmung und so. Muss ja auch Spaß machen, das Trainingslager. Allein. So. Und hier Freundschaftsspiel gegen unsere A-Jugend. Jo, die nehmen wir hier und das machen wir dann im Trainingsgelände. Und hier, ich muss die Termine planen, das ist wichtig, sonst vergesse ich das später alles. Und wir müssen dran denken, dass wir viele aus der U23 mit ins Trainingslager nehmen. Ne, ist ja klar. Essen gehen. So, das ist alles für Januar schon geplant. Dezember ist durch. Wir sind aber noch im November. Also. Philipp Ziyech ist der neue Rekordtransfer von RCD Mallorca. Für 3 Jahre unterschrieben. Ach, ist das schön, ne? Für uns ist das doch super. Und Dosson drängt sich auf. Guckt euch das mal an. Talent Robert Dosson drängt sich auf. Wäre das was? Soll man es probieren? Soll ich es angehen? Ich weiß es nicht. Ich würde ihn ja ganz gerne fördern in der zweiten Mannschaft noch. Stark wie noch nie. Stark wie noch nie. Halle Bauhaus zwingt keiner in die Knie. Wir sind stark wie noch nie. Stark. Sehr schön, 1860. Haben wir schon überhaupt mal gegen 1860 gespielt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, ne, oder? Gut, unterm Strich, die waren, glaube ich, dann in der ersten Liga, als wir in der zweiten waren, oder? Die waren, gegen die haben wir noch nie gespielt. Können wir mal ganz kurz hier 1860 uns angucken? Können wir doch bestimmt. So, und zwar der Verein
Team, Begegnungen, Stadion, Historie. Guck mal. Jo, zweite Liga. Und da waren wir schon in der dritten. Oder? Und wenn auch egal, weil die vierte hat sich bei uns eh nicht überschnitten. Das ist die aktuelle Saison. Nee, das war die letzte Saison, die 18er. Da waren wir in der ersten, sie in der zweiten. Da waren wir in der zweiten, sie in der ersten. Und da waren wir in der dritten und sie in der zweiten. Alles klar, wir haben noch nie gegen 1860 gespielt. Alles klar. Also nie begegnet. Das heißt, wundert mich auch. Also, jetzt geht los. Trainingsziel erreicht. Der Dawson. Stärke 58, 18 Jahre, hat in dieser Woche im Training wirklich 100% Einsatz gezeigt. Anscheinend möchte er es jetzt wissen und unbedingt in die erste Mannschaft. Ist das so? Offensives Mittelfeld 60, fleißig, ehrgeizig, Teamplayer. Blip, blab, blub, alles ganz gut soweit. Großes Lob. Ist auch erst 18. Man will ihn ja auch nicht verheizen, ne? Das ist ja das Problem. Und wir brauchen in der zweiten ja jemanden. Ich frage jetzt, ne, im Moment, er ist ja der Kapitän. Baut er denn dadurch überhaupt Führungsqualitäten auf, wenn er Kapitän ist? Ich glaube nicht, oder? Sollte man das ja schon mal merken. Na gut, aber nach 10 Spieltagen merkst du auch nicht viel davon, ne? Kurzer Pass sieht ganz gut aus. Langer Pass auch, Flanken auch. Kommt jetzt langsam nach oben, ne? Das sind ja seine Ziele gerade. Gerade langer Pass, baut er, versucht da aufzubauen. Schon 4 Punkte diese Saison gemacht. Robert. Dawson in der U19 von Dänemark. Ich weiß es nicht. Montebello hat Probleme, okay. Aus der zweiten Mannschaft. So. Rossini hat Trainingsziel erreicht. Datenbank, okay, jetzt geht's aber richtig vorwärts hier. Ja, ich weiß es nicht, Leute. Wenn ich ehrlich bin, ist es mir zu früh. Ich würde ihn jetzt ungern da aus dem funktionierenden Teamgefüge der zweiten Mannschaft nach oben ziehen. Dass er Leistung zeigt, ist schön. Er hat eine Form von 16, das ist auch wirklich toll. Ja, stimmt. Aber nur so kommt er ja auch auf die 60 Grad, ne? Und wenn ich ehrlich bin, sehe ich halt noch nicht, ne? Ich sehe ihn noch nicht da in der ersten. Gerade mit 60, das ist auch einfach zu früh. Wenn er jetzt da so in der, ja, wenn er solide 60 hätte, gucken mal. Fähigkeiten 62. Wenn er bei den Fähigkeiten bei 65 ist, Leute. Und Grundstärke, wenn er bei der Grundstärke bei 65 ist, dann nehme ich ihn hoch. Versprochen? Versprochen. Gut, haben wir das auch geklärt. Er hat ja schon wieder viele erreicht hier, viele Trainingsziele. Und die zieht er gerade nach hier, Dribbling und solche Geschichten. Lange Pässe. Dribbling. Details. Ist erst zufrieden, wenn er in die erste Mannschaft versetzt wird. Wir können ihn mit der ersten trainieren lassen. Ja. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Haben ja eh den gleichen Spielrhythmus. Gut. Gut, gut. Wer ist denn der Stärkste hier in der zweiten Mannschaft? Lüding. Mit seinen 24. Für die erste reizt nicht und für die zweite ist er der Beste. Das ist auch ein komischer Zustand, ne? Wenn man ehrlich ist. Wie sieht es denn mit den Verträgen aus? Da müssen wir uns ja auch nochmal drum kümmern, ne? Gerade was die zweite angeht, oder? Schöbel, Zerbe, Schönmakers, Lüding. Also, Zerbe. Also, Lüding läuft aus. Bei dem Gehalt kauft ihn auch keiner. Schönmakers. Stärke 45 kauft auch keiner. Zerbe könnte jemand kaufen. Gucken wir mal, ob wir da etwas finden für ihn. Und Schönmakers. Ja, haben wir gesagt, ist schwierig, ne? Marktwert 105.000. Wir gucken mal. Vielleicht, ne? Zum Winter, ich weiß es nicht.
Ansonsten die Forderungen erhöhen. Dawson. Marktwert 85.000. Müssen wir hochschrauben, ne? So hoch wie möglich. Wollen wir nicht verkaufen. Aber einen neuen Vertrag braucht er bald. Idealerweise tun wir in die erste Mannschaft im Winter. Machen wir es so, Hinrunde spielt er noch da. Und wenn er dann im Winter mit nach oben geht, dann lassen wir ihn oben. Ja, das weiß ich auch nicht, wie ich es lösen soll. Ne? Ist halt leider so. Das ist so ein Mittelding jetzt, ne? Könnte jetzt durch die Decke gehen, könnte klappen, kann uns halt auch helfen, auf der Position kann er uns helfen. Aber er kann uns nur dann helfen, wenn er auch die Qualität hat, und die hat er ja noch nicht, das sehen wir ja. Ah, es ist so schwierig. Es ist noch ein bisschen zu früh. Finde ich. Finde ich jetzt. Aber sieht doch jeder anders. Gut. Kacetis. Wie sieht's denn aus? Topform? Nee, shit. Wird. Gut trainiert. Und ansonsten Ballas, Montero. Montero hast gut trainiert. So sehe ich das. Und Neustädter, Kolb. Würde ich auch ganz gerne wieder ein bisschen häufiger sehen, Kolb. Letztes Jahr durchgespielt, ne, fast. Deli. 71. Ja. Ja. Wie sieht es denn verhältnismäßig auf von der Leistung? Können wir ja vergleichen. Er hat eine 3,86, Deli 3,83. Bisschen besser. Und Brinkmann hat mehr Spiele gemacht, also. Ein bisschen besser, der Deli. Ist gut trainiert. Komm schon, Digga. Komm, jetzt zieht mal alle ein bisschen an hier. Und dann läuft das auch. Also, wir gucken. Wichtiges Spiel. Textmodus 1860. Und dann treffen wir auf den Beste zu Hause in Hamburg. Na, Mahlzeit. Also, Leute, bis gleich. Unser dritter Akt, unser drittes wichtiges Spiel. Mal gucken, wie wir dagegen ankommen. Ich würde ganz gerne jetzt zum Schluss die Siegprämie noch ein bisschen mitnehmen. Ach nee, komm, das muss auch ohne klappen. Das ist doch kein Zustand, dass wir da Siegprämie gegen 1860 ausrufen. Da geht's ja auch um nix. 10 Euro, jo. Okay, Jungs, komm, das packen wir. Mit der hängenden Spitze bin ich ganz gespannt, wie das läuft. Bis gleich im Textmodus oder in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao, Leute.